Wir sind gerade im Wald unterwegs. Mal ein bisschen was zeigen hier. Ja? Ah, da ist er. Da ist er. Und am Boden schleppt er was mit. Na? Sau kalt ist. Na ja. Es geht doch. Ich find's schon kalt. Geht doch. Ja, jetzt sind wir die Lampen am Rücken. Ja. Sind wir gerade auf Stanz. Schauen wir mal weiter. Ja. Abzweigung. Welchen Weg nehmen wir denn? Links, rechts, geradeaus? Grüßt euch. Wir sind immer noch im Wald. Ja, die Sonne scheint mittlerweile. Nehmen wir die Energie ein bisschen auf. Mhm. Ja, es gibt nicht nur eben Politik ja. Und nochmal Politik. Der gibt schon, man kann Mist irgendwie ausschalten, aber ab und zu abschalten kann man. Und hier auch mal wirklich positive Energie, würde ich einfach sagen jetzt. Ja, braucht man auch, glaube ich, in der momentanen Situation. Spitzt alles zusammen, alles kommt zusammen. Ich kann nur jedem raten, nochmal abzuschalten, rauszugehen. Ja. Und das Ganze mal von der anderen Seite anschauen. Ich habe es vorhin gerade gesagt, es ist ganz schlimm momentan für die Leute, glaube ich. Arbeitsstress. Ja, wobei das haben wir auch gehabt. Also wenn man vorher psychisch stabil, wenn man sowieso psychisch stabil ist, dann kommt man auch durch. Wenn man das nicht ist und sich nur über die Tagesschau informiert, die wissen schon, was ich meine. Ja, also, aber ich glaube, das liegt auch. Ja, man muss ein bisschen differenzieren, glaube ich. Es sind auch viele Leute dabei, die sich die Jahre jetzt nicht so damit beschäftigt haben. Soll jetzt kein Vorwurf sein oder irgendwie Rechtfertigung, aber es ist halt so, dass das zusammenkommt und die Energie spürt man rundum und die ist extrem. Es kommen halt immer mehr Informationen. Gut, die gab es vorher auch, die Informationen, aber es kommen immer mehr Informationen, wo man das Gefühl hat, es verdichtet sich jetzt und fließt alles zusammen in ein Gesamtbild. Wenn es jemand sehen will, dann sieht er es. Aber man spürt es. Also ich spür's ganz schlimm. Aufgrund schon meiner Sensorik, sage ich jetzt mal. Aber da mache ich mal ein anderes Video dazu. Ja, aber deswegen sind wir hier. Ja, Wasser. Genau. Also. Ein bisschen Erdung. Es gibt nicht wirklich. Ja. Morgen aber, bitte nicht vergessen, Livestream auf meinem Kanal. Auf dem Kanal. Schaut da, mit dem Titel Der Staffellauf. Mhm. Und Hinweis ist auch, und Link und so weiter sind auch auf meinem Telegram-Kanal. Mhm. Morgen, 20 Uhr, live. Also wie gesagt, geht's raus, schaltet ein bisschen ab, kommt runter, Energie tanken. Mhm. Denn ihr habt den Eindruck, es wird nur viel schlimmer. Das ist, ich glaube, da kommt nur was ganz was Dickes auf uns zu. Ich habe es auch auf meinem Facebook schon mal veröffentlicht. Gestern, glaube ich, war es genau. Schaut es euch an. Irgendwie sagt man mein Gefühl, da kommt nur was anderes. Ja, das ist ein Zyklus. Besser wird es nicht. Wir sind wirklich in einer schweren Phase. Ja, so. Ich meine, klar, ich will niemanden Angst machen und so, aber wir haben jetzt die letzten 3 Jahre einiges erlebt. Mhm. Auch davor natürlich schon, aber ich glaube, das, was kommt, wird das nur in Schatten stellen. Deswegen Kraft tanken, justieren. Jo. Bleibt bei eurer Familie. Überlegt euch genau, wo ihr seid. Was die Trennung betrifft und so weiter. Ja. Bleibt zusammen. Ja. Ja.
Wir schauen jetzt nur ein bisschen rum hier. Genau. Wir gehen einfach weiter. Ah, jetzt scheint die Sonne wieder. Das ist wirklich ein schöner Feierabend heute. Also, man kann nicht meckern. Man kann wirklich nicht meckern. Genau. Ja, jetzt fällt mir dann gleich der Arm ab. Ich muss mir mal so einen Stab sorgen. Ne? Ich bin da nicht so geübt bei sowas. Ein anderes Händel. Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, keine Angst haben. Nee, das ist aber ernst nehmen. Ja. Es verdichtet sich. Also und lasst euch nirgendwo neid sein. Der Angsthase und der Vogelstrauß sind zwei gefährliche Tiere. Diese Geschichte, die finde ich ganz, ganz schlimm momentan. So diese Richtungen, wo man Hitzung wird. Überlegt euch genau, mit wem es umgeht. Das ist eine ganz intensive Zeit, wo das, ja, ich sag jetzt mal, ausschlaggebend ist. Und zu mir selber mache ich dann extra mal ein Video zum Thema Krankheit und Veränderung. Warum man sowas wahrnimmt, wie man sowas wahrnimmt und wie intensiv das sein kann. Und mein eigener persönlicher Weg damit umzugehen. Ja. Macht es gut, bleibt zusammen. Und noch einen schönen Restnachmittag. Ich würde einfach sagen, ja, aber wir schauen bis morgen weiter. Also, mal sehen. Also der Abend ist doch frisch. Schön, also, ja, da hinten scheint die Sonne. Die Sonne scheint doch. Schön, ja. Genau. Okay. Bis bald. Okay. Macht es gut. Für euch. Servus.